Ja, und damit wieder willkommen zurück auf der Dokumi. Irgendwie sage ich das mittlerweile jedes Mal. Das gehört, glaube ich, eine Catchphrase oder so. Catchphrase. Ja, apropos Catchphrases. Da kennst du dich ja auch mit aus, habe ich gehört. Tue ich das? Ja, tust du. Ach ja, das ist Hedwig, der nächste Hi. Runner. Ist bei Germany, glaube ich, mittlerweile ein altbekanntes Urgestein. So halbes Inventar zumindest. Naja, seit 2 oder 3 Jahren bin ich bei ein paar Events dabei. Ja, aber man hat dich auf jeden Fall schon mal gesehen. Ja. Aber was vielleicht noch nicht alle von dir und von auch befreundeten Speedrunnern gesehen haben, ist ein kleines Projekt, was ihr gestartet habt. Erzähl mal. Oh ja, bla bla bla. Ich und ein paar Leute, die man so aus der deutschen Speedrunning-Event-Szene vielleicht kennt, unter anderem Heinke, Thiefberg, Bofrost, Floa, ich vergesse Leute, Lackaffe, jetzt habe ich bestimmt einen vergessen, sorry dafür. Zed, der gute Zed, Mr. Spazetti Boy. Ja, alles das sage ich ihm. Alles gute Kumpels aus der deutschen Speedrunning-Szene hatten einfach Bock, mal zusammen deutschen Content zu machen und haben deswegen 3, 2, 1, zack, ins Leben gerufen. Twitch-Channel und YouTube-Channel, auf dem wir einfach ein bisschen unserer Meinung nach nicen und zackigen Content auf Deutsch produzieren. Zackig, weil Speedrun, versteht ihr? Ist ein Wortspiel. Zack, lol. Auch das mit 3, 2, 1 wegen Timer, weißt du? Nein. Weil das kann man dann auch so am Anfang machen, runterzählen, so 3, 2, 1, zack. Das ist ja verrückt. Ja. Das ist ja richtig kreativ. Okay, lass wieder serious werden. Ja genau, ihr habt ja so einen kleinen, was macht ihr alles? Ihr macht Streams, habe ich gesehen. Genau. Ihr macht Reactions, habe ich gesehen. Ja. Wir beide haben zum Beispiel für euren Kanal ja auch noch einen Vlog aufgenommen. Ja, genau. Und was macht ihr noch so alles? Erzähl mal. Ach, eigentlich alles, was Speedruns angeht. Jetzt im Vorfeld zur Dokumi haben wir uns gedacht, wäre es cool, wenn man die nicht so häufig gezeigte und nicht so ultra beliebte Seite des Speedrunnings, nämlich das Practicen, mal ein bisschen zeigt. Da haben Heinke, der jetzt morgen hier noch einen Run haben wird, und ich einfach mal bei uns ein paar Stunden Practice auf dem Channel gemacht. Dann machen wir Races, Blind Races, Challenges, zum Beispiel Thiefberg hat bei uns mal einen Key Sanity Randomizer von Ocarina of Time gemacht. Das ist recht schmerzhaft, dauert 7 Stunden. Er hat es in 8 gemacht. Ja, so irgendwie. Waren das 8? Okay. Ich erinnere mich nicht mehr ganz. Das will man dann vergessen, sagst du. Ja, war lang. Wie bitte? Es war lang. Ja, gut. Das können ja auch manche Speedruns sein. Da können wir Dessa ja mal fragen. Der kennt sich auch mit langen Runs aus. Ja. Und Nächten. Ja, genau. Also, ich gehe mal davon aus, dass unsere Mods im Chat jetzt mal ein bisschen gearbeitet haben und da wir den einen oder anderen Link jetzt rausgehauen haben. Hint. Ja, aber dann nochmal ganz kurz so 1, 2, 3 Worte zu deinem, falls ich doch nochmal jemanden nicht gesehen habe. Wir hatten ja heute jetzt ganz viele Runner da, die noch gar nicht auf einem Event waren. Ja. Du bist ja gefühlt jetzt auf dem 700. Event. Ja, du verpackst das so schön. Ich bin tatsächlich auch erst seit 2018 wirklich mal auf Events gegangen. Aber seitdem nehme ich eigentlich im deutschen Raum und auch teilweise ESA alles, wo ich Zeit zu habe, mit. Denn für mich gerade On-Site-Events, die Leute zu treffen, die Speedruns machen, auch neue Speedruns kennenzulernen, sie direkt gezeigt bekommen zu können, macht ultra viel Spaß. Und mir persönlich mehr als nur online dabei zu sein. Definitiv, also gerade hier vor Ort ist das immer eine ganz besondere Geschichte. Und apropos besondere Geschichte, wir mögen alle Memes, wir haben eine Meme-Kategorie und damit würde ich sagen, wir gucken jetzt gleich mal, wie das läuft.